Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. Gemeinsam mit meinschiffberater.com bringen wir dich an Bord und damit herzlich willkommen hier an Bord der MS Hamburg von Plantos Kreuzfahrten in einem ganz, ganz besonderen Fahrtgebiet und zwar in der Antarktis. Ich habe euch in dem ersten Video ja schon mitgenommen zur Anreise nach Ushuaia in Südargentinien, am Ende der Welt sozusagen, was viele immer behaupten, aber vom Ende der Welt sind wir noch südlicher gefahren, durch die Drake Passage, gut 1000 Kilometer weiter südlich zu den Südshetland-Inseln, wo ich euch gestern schon mitgenommen habe, auf die Insel King George Bay mit zwei Anlandestellen. Und jetzt sind wir weitergefahren entlang der Südshetland-Inseln zu der Insel Half Moon Island. Und heute Nachmittag werden wir noch in die Deception Island fahren. Also tatsächlich sehr, sehr spannendes Programm. Auch die nächsten Tage weiter Richtung antarktische Halbinsel zum Festland. Wir werden nach Paradise Bay fahren. Wir werden den Lemaire Channel passieren nach Petermann Island. All das sind die Pläne und noch viele weitere. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und die Antarktis ist ja nun wirklich ein ganz besonderes Fahrtgebiet, wo nur wenige Touristen hinkommen, eben hauptsächlich dann mit Expeditionskreuzfahrtschiffen und auf ja, so einem besonderen Schiff, das jetzt hier mit Zodiacs ausgestattet ist und so weiter, befinde ich mich auf der MS Hamburg, Kreuzfahrt mit Expeditionscharakter sozusagen. Ich freue mich sehr, euch mitzunehmen und ich würde sagen, jetzt geht es gleich erstmal an Land. Die Sicht ist gerade wieder relativ schlecht, es ist ein bisschen windig, deswegen auch der Einstieg hier in der Kabine, denn vielleicht kurz zur Erklärung, gestern im ersten Vlog ist die Kamera kaputt gegangen von diesen extremen Bedingungen. Dieser große Ring, der fährt nicht mehr ein und aus. Warum erzähle ich euch das? Hier habe ich eben ein besonderes Mikrofon immer drauf sitzen. Ich muss jetzt leider aufs Smartphone umsteigen. Also verzeiht mir bitte, falls es mal das ein oder andere Mal etwas rauscht vom Wind. Hier in der Antarktis gibt es eben keinen Fachmarkt für Elektronik, wo ich mal eben was nachkaufen kann. Also muss ich mit dem zurechtkommen, was ich jetzt hier habe. Also ich wünsche euch und mir viel Spaß und ich denke mal, es wird auf jeden Fall sehr spannend. Angekommen auf Half Moon Island, muss man wirklich sagen, ein Naturparadies für Pinguinliebhaber. Hier sind so viele Pinguine, Eselspinguine und Zügepinguine, die man an der Gesichtsform maßgeblich unterscheiden kann. Eselspinguine, einen roten Schnabel, machen Geräusche wie Esel, daher kommt auch der Begriff. Und die Zügepinguine, die sind schwarz-weiß im Gesicht und haben so eine kleine, feine, schwarze Schnur im Fieder sozusagen. Und das sieht aus wie Zügel und daher kommt der Name Zügepinguine. Man mag sich vielleicht wundern, warum die Pinguine diesen ganz beschwerlichen Weg aufnehmen, von ganz unten am Meer bis hoch zu ihren Nestern. Das hat im Wesentlichen drei Gründe. Grund Nummer eins, das Eis schmilzt dort oben am frühesten, sodass sie dann ihr Nest möglichst schnell eisfrei haben. Grund Nummer zwei, die Nester sind dort oben am sichersten. Und Nummer drei, und das ist ganz interessant, die männlichen Pinguine mit den höchsten Nestern sind für die weiblichen Pinguine am interessantesten. Es ist ja nun wirklich absolut besonders, jetzt hier in der Antarktis an Land zu kommen, mit den Zodiacs eben hier die Anlandung und jetzt hat man eine Stunde Zeit, dann das Ganze hier zu erkunden. Das Schiff ist in drei Gruppen eingeteilt. Warum das Ganze? Es gibt eben für verschiedene und ganz, ganz viele Vorschriften. Wir sind ja in einem sehr sensiblen Gebiet hier unterwegs. Die Umwelt hat hier höchste Priorität, um eben den Fußabdruck, den wir hinterlassen, möglichst gering zu halten. Da sorgen die gesamten Wissenschaftler hier an Bord, also das Expeditionsteam, wirklich sehr dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Das Ganze oder diese Regeln werden von der IATO aufgestellt. Und die IATO besagt zum Beispiel, dass maximal 100 Gäste gleichzeitig an Land kommen dürfen. Das weicht manchmal so ein bisschen ab an den Forschungsstationen. Das werden wir im Laufe der Reise auch noch haben, dass es da mal nur ein paar weniger sind noch. Aber hier ist es jetzt so, 100 Gäste
haben jetzt freien Landgang. Man kann sich hier relativ frei bewegen und die Insel auf eigene Faust erkunden. Es stehen an verschiedenen Positionen auch immer noch mal Wissenschaftler. Zum einen, um aufzupassen, dass wir die Regeln befolgen. Zum anderen aber auch, um zu schauen oder um den Gästen zu erklären, was man hier so sehen kann, was es gerade für Tiere gibt. Wir haben zum Beispiel gerade noch die Adele-Pinguine gesehen, also jetzt auch noch die dritte Pinguinart, die wir hier im Rahmen der Antarktis-Expedition sehen können. Das heißt, heute an einem Tag alle drei Arten schon mal abgedeckt. Das ist natürlich großartig, die drei verschiedenen Pinguine gesehen zu haben. Ja, und die eine Stunde kann man hier wirklich gut verbringen mit einem Spaziergang hier zum Beispiel auch am Strand, in Anführungsstrichen, am Steinstrand hier an der Insel, auf der Insel Half Moon Island. Und dann geht es gleich zurück, wieder mit den Zodiacs, und dann gibt es meistens ein warmes Getränk. Und wichtig natürlich auch, die Ausrüstung wird gereinigt, insbesondere natürlich die Schuhe. Wenn man jetzt mal schaut, da ist natürlich ein bisschen Schmutz dran. Das wird alles, man desinfiziert und gereinigt. Man läuft dann durch so eine Straße, in Anführungsstrichen, wo man verschiedene Becken durchläuft. Und zum Schluss wird das nochmal gereinigt. Es gibt so Bürsten, an denen man schrubbt. Und dann bekommt man einen Überzug, mit dem man dann in die Kabine läuft. Und dann hat man wieder saubere Schuhe, um natürlich auch zu vermeiden, dass man jetzt hier verschiedene Krankheiten, die für die Tiere gefährlich werden könnte, von Insel zu Insel oder Anlandepunkt zu Anlandepunkt überträgt. Die erste Anlandung ist damit erfolgreich beendet. Wir lagen heute von 8 bis 12 Uhr vor Half Moon Island und sind jetzt unterwegs zur Deception Island. Bis dahin liegen gut 4 Stunden Fahrt vor uns. Es ist in der Regel so bei Expeditionen, dass man 2 Anlandungen pro Tag hat, manchmal auch nur eine. Heute ist es aber auch wirklich nur eine Anlandung und eine Rundfahrt. Also heute Nachmittag werden wir nur einmal in die Caldera von Deception Island reinfahren. Die ist insofern besonders, dass es sich wirklich um einen Vulkankrater handelt. Der Vulkan ist tatsächlich auch noch aktiv, ist vor etwas über 50 Jahren das letzte Mal ausgebrochen. Und somit ja, ein Naturschauspiel dort auf jeden Fall auch einmal durchzufahren. Ansonsten sehen wir im Hintergrund auch wieder Gletscher und Eis. Es ist immer interessant rauszuschauen. Wir sind ja immer noch im Rahmen der Südshetland-Inseln hier unterwegs. Heute Nachmittag nach der Deception Island werden wir uns dann in Richtung antarktische Halbinsel weiter annähern. Und da wird das Ganze dann nochmal zunehmen. Hier sind wir ja auf dieser vorgelagerten Inselgruppe. Und ich denke mal, so ab morgen wird es dann auch tatsächlich erst richtig spannend. Heute ist das alles noch so. Es gehört zwar auch zur Antarktis dazu, wird auch im Rahmen von Antarktis-Kreuzfahrten angelaufen. Aber die richtigen Expeditionsschiffe, die mit hoher Eisklasse unterwegs sind, kleine Schiffe, wenig Gäste an Bord, die sind tatsächlich eher so in diesem Bereich, so in dem wir dann morgen fahren werden unterwegs oder eben auch noch auf der anderen Seite der antarktischen Halbinsel. Der Bereich ist einfach ziemlich groß und dennoch decken wir nur einen ganz kleinen Bereich ab, wenn man überlegt, wie groß die Antarktis insgesamt ist. Ich habe es im ersten Video schon gesagt, 14 Millionen Quadratkilometer und damit größer als Europa. Das Ganze im Sommer, also zur jetzigen Jahreszeit, und im Winter, wenn das Meereis zuspriert und noch dazugezählt wird, ist es noch mehr als doppelt so groß, mit etwa 30 Millionen Quadratkilometer. Unglaubliche Ausmaße hier unten am südlichsten Kontinent der Welt. Inmitten einer Caldera mit einem Kreuzfahrtschiff, wo gibt es sowas? Ja, man könnte fast sagen, es ist hier das Santorin der Antarktis. Auf Santorin gibt es das nämlich auch so, nur ist es da nicht ganz so sehr als eine solche Caldera erkennbar. Aber hier, wenn man aus dem All schaut, sieht man es ganz genau auf der Satellitenkarte, diese Caldera mit dieser runden Form und diesen Vulkankrater, in dem wir nun gerade kreuzen. Und man muss sagen, der letzte Ausbruch in den 1960er Jahren, der ist noch deutlich erkennbar, denn er hat Spuren hinterlassen. Man sieht auf dem Gletscher dort vorne eben richtig die schwarze Vulkanasche, die auf dem Gletscher liegt. Total spannend. Und was man auch sieht, diese Quellen, in denen man baden kann, beziehungsweise in dem warmen Wasser, da steigt richtig Dampf auf, und aufgrund dieses, naja, man könnte sagen, schlechten Wetters heute, ist das aber eben ganz besonders gut zu erkennen. Wenn jetzt Sonne scheinen würde, so hat gerade einer der Wissenschaftler gesagt, dann würde man es kaum erkennen können. Ich hatte euch ja gesagt, meine Vlogkamera ist kaputt, aber was ich für diese Reise besorgt habe, ist eine Zoom-Kamera. Wir können also ein bisschen näher ranschauen, wie ihr seht, und das machen wir jetzt auch mal. Ich hoffe, es ist erkennbar.
hier eben diese besonderen Bäder. Man kann dort auch schwimmen gehen, wenn es ja eine Anlandung gibt. Manche Kreuzfahrtschiffe machen das, manche Expeditionsschiffe. Bei uns ist es jetzt heute nicht vorgesehen, aber es ist dort wohl so warm, dass man dort mit der Badehose mal kurz reingehen kann. Wir haben die Caldera nun wieder verlassen und haben ja eben ein anderes Schiff gesehen. Das ist sehr selten. In der Regel fühlt man sich hier sehr einsam in der Antarktis und das hat einen Grund. Denn auch eine Regel der IATO, es darf sich maximal ein Kreuzfahrtschiff pro Anlandestelle befinden. Jetzt haben wir ja gerade nur eine Rundfahrt in der Caldera gemacht, also ohne Anlandung. Lag vermutlich eben auch daran, dass dieses andere Schiff diesen Slot hier gebucht hatte. Die Slots sind heiß begehrt und müssen weit im Voraus gebucht werden, denn der Tourismus in der Antarktis mit den Expeditionsschiffen hat sich durchaus auch weiterentwickelt. Es sind immer mehr Schiffe geworden. Inzwischen sind es über 70 Schiffe, die hier in einer Saison operieren. Und in der Saison 2019-2020 waren etwa 74.000 Touristen in der Sommersaison hier in der Antarktis unterwegs. Natürlich immer noch im Vergleich zu vielen anderen touristischen Gebieten wenig, aber dennoch eine durchaus beachtliche Zahl, mit der man hier unterwegs ist. Dementsprechend wird das Ganze geregelt und gestützt, was ja auch gut ist. Und jetzt gleich findet noch ein Recap statt in der Lounge. Recaps gehören auf Expeditionskreuzfahrten immer dazu. Also man lässt den Tag Revue passieren. Das wissenschaftliche Lektorenteam gibt nochmal Informationen darüber, welche Tiere haben wir heute gesehen, was waren die Besonderheiten. Und es gibt auch immer noch einen kleinen Ausblick auf den morgigen Tag. Also das ist immer eine Besonderheit auf Expeditionskreuzfahrten. Und da geht es jetzt gleich mal runter, ein Deck tiefer in die Lounge. Expeditionen machen ja bekanntlich auch hungrig und so geht es heute Abend hier in das Restaurant mit Service am Platz, das eben dann auch im Reisepreis enthalten ist. Und da gibt es eine große Auswahl im Menü, zum Beispiel heute auch 5 verschiedene Hauptspeisen. Wenn wir mal schauen, einfach mal nur als kleiner Einblick in die Speisekarte. Pasta gibt es heute und alternativ auch das Buntbarschfilet, die gebratene Ente, eine geschmorte Kalbsnuss oder als vegetarisches Menü dann heute als Hauptspeise dann eben auch etwas mit Kartoffeln, Gemüse und Paprika. Also ja, Expedition macht hungrig und man wird hier entsprechend gut versorgt. Alternativ steht dann auch noch der Palmgarten oben mit dem Buffet zur Auswahl. Guten Morgen hier von der antarktischen Halbinsel. Wir haben uns nun hier vorbewegt von den Südshetlandinseln Richtung antarktische Halbinsel, sind jetzt in den Gewässern dort angekommen. Ja, und was soll man sagen, heute Morgen extrem starker Wind. 50 Knoten hat es auf dem Monitor in der Kabine angezeigt und 1,5 Meter hohe Wellen, natürlich für eine Zodiac Operation extrem ungünstige Bedingungen. Wir haben uns jetzt eine geschützte Bucht gesucht und sind jetzt hier auf der Suche nach einem Anlandeplatz, wo man eventuell heute dann doch noch eine Operation starten könnte. Es sieht auch ganz gut aus, hinter uns auch schon große Eisberge zu sehen. Leider ist das jetzt immer noch abgesperrt. Die Brücke hat das eben alles abgesperrt, jetzt wurde es noch nicht wieder geöffnet, sodass man jetzt hier gerade nicht so richtig gut filmen kann. Aber das, was man sieht, ist total beeindruckend. Der Eispanzer hier in der Antarktis insgesamt ist bis zu 4 Kilometer dick und damit befindet sich hier in der Antarktis 90% des gesamten Eisvorkommens auf dem Planeten. Also wirklich total beeindruckend. Und dieses Eis speichert auch eben 80% der Süßwasserkapazitäten dieses Planeten. Schon beeindruckende Dimensionen auf jeden Fall hier in der Antarktis.
wenn Plan A dann mal nicht funktioniert, sollte man nicht sofort den Kopf in den Sand stecken. Und so haben wir Plan B aufgerufen. Wir sind jetzt in die stark geschützte, vom Wind stark geschützte Daimannbucht gefahren. Hier ist es jetzt relativ mild, Schneefall und minus 1 Grad, also tatsächlich winterliche Bedingungen hier im antarktischen Sommer. Und wir haben hier einen riesigen Gletscher. Wir sind jetzt direkt hier in dieser Daimannbucht vor diesem Gletscher, haben eine Driftposition genommen, also das Schiff gestoppt und die Zodiac zu Wasser gelassen und jetzt hier eine ganz wunderbare Zodiac-Rundfahrt gerade gemacht mit Schneefall. Also richtig, ja, so Antarktis, wie man sich das eigentlich vorstellt, vor diesem mächtigen Gletscher. Einige hundert Meter hoch dieser Berg insgesamt und ja, man sieht auch die Abbruchkante. Kann man hoffen, dass nichts kalbt in dem Moment. Aber auf jeden Fall sehr spannend und das ist jetzt eine gute Alternative gewesen. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt im weiteren Verlauf des Tages entwickelt. Aber wichtig auf Expedition ist eben immer, flexibel zu bleiben. So ein Wetterumschwung ist in der Antarktis alles andere als unüblich. Und so haben wir jetzt heute Mittag wunderbares Wetter, Sonne pur und tatsächlich angenehme Temperaturen. Heute Morgen noch minus 1 Grad und Schnee. Es ist, glaube ich, gemessen nicht viel wärmer geworden, vielleicht 1 oder 2 Grad gefühlt. In der Sonne sind es aber einige Grad mehr. Und so kann man hier wunderbar jetzt den Mittag und Nachmittag genießen. Wir werden jetzt gleich nochmal Kurs nehmen auf Paradise Bay und nochmal einen weiteren Anlauf nehmen. Mal schauen, wie das Wetter dann dort ist. Und das heutige Highlight des Mittags waren auf jeden Fall drei Wale, drei Buckelwale, die ganz nah hier an der MS Hamburg vorbeigeschwommen sind und ihren Blas gezeigt haben. Also das war definitiv einer der Highlights heute. Der zweite Anlauf heute in der Gerlachstraße ist auch nicht erfolgreich gewesen. Immer noch starke Winde. Der Kapitän war dann etwas vorsichtig und hat sich entschieden, wieder zurückzufahren hier in die geschützte Daimannbucht. Wir haben dann noch eine kleine Rundfahrt gemacht zu den Melkor Islands, sind dort einmal durch die Inselmitte gefahren, also einmal durch die Bucht sozusagen durch und haben dort noch eine kleine Panoramafahrt genommen und liegen jetzt nun wieder hier in der geschützten Daimannbucht. Ja gut, ist etwas schade. Wetter und Sicherheit hat natürlich immer erste Priorität. Inwiefern das jetzt nun alles so tatsächlich so ist, das kann ich nicht beurteilen. Es sind einige andere Schiffe auch hier, also es mag wohl etwas dran sein. Dadurch, dass die Satellitenverbindung nicht funktioniert, schon seit Beginn der Reise ist ein Defekt am Satellit, kann man auch nicht nachschauen, wie der Wetterbericht ist, wie es so ist und sicherlich auch für den Kapitän und die Nautik nicht ganz so einfach, da man sich hier über Funk Kontakt zu anderen Schiffen tatsächlich ein bisschen aushilft. Ja, nun ist es so, dass wir hier den ganzen Tag jetzt verbracht haben. An sich wunderschönes Wetter, eine schöne Kulisse, traumhafte Bedingungen und die Aussicht ist natürlich phänomenal, auch wenn es schade ist, dass diese beiden Punkte, Anlandepunkte, gerade in Richtung Haupt- oder in Richtung Festland eben nicht stattfinden konnten. Aber ja, so ist es eben manchmal. Heute 23 Uhr am Abend, 23.30 Uhr inzwischen. Und ihr seht es immer noch hell, also hier wird es nicht dunkel zu dieser Jahreszeit. Manchmal so wirklich Dämmerung, aber Finsternis hat man hier jetzt nicht im antarktischen Sommer. Und dementsprechend kann man noch abends lange draußen bleiben. Die Wale werden abends noch mal aktiver, da der Krill, also die Hauptnahrungsquelle der Wale, aufsteigt, etwas höher kommt. Und da können die Wale dann auch hier oben in den oberen Wasserschichten besser fressen finden. Sind dementsprechend auch etwas besser sichtbar. Ihr merkt, es ist ein langer Tag heute Morgen, 5.30 Uhr der Wecker geklingelt. Jetzt ist es schon 23.30 Uhr, ich würde sagen, das war's für heute. Morgen früh klingelt der Wecker wieder sehr früh, denn morgen steht Potlockboy auf dem Plan. Der Tag beginnt wieder mit Schneegestöber und minus 1 Grad heute Morgen mit der Passage durch den Neumayer Kanal. Das ist eine Meerenge mit gut 26 Kilometern Länge hier in der oder an der antarktischen Halbinsel. Wir passieren diesen Kanal, um heute Vormittag gegen 8 Uhr dann Port Lockroy zu erreichen. Unser heutiges Anlandungsziel. Der Wind hat sich größtenteils verzogen, zumindest hier im Kanal. Und so hatte ich eben einmal die Möglichkeit, für euch auch noch ein paar Impressionen von der Brücke einzufangen, von der Navigation mit dem Kapitän und dem Steuermann, der Staffkapitän natürlich auch mit an Bord, beziehungsweise auf der Brücke, an Bord ist er ja immer, hier bei dieser doch recht engen Passage. Wir sind durch kleine Eisfelder gefahren und ausgewichen um Eisberge herum, also tatsächlich so ein bisschen wie aus dem Bilderbuch, wie man sich die Antarktis vorstellt. Fehlt nur noch der Sonnenschein. Aber gut, drücken wir mal die Daumen, dass sich die Schneewolken vielleicht etwas verziehen und dann das Ganze auch noch klar wird. Was man auf der Brücke auch gut sehen kann, das Schiff damals ja von Hapag-Lloyd-Kreuzfahrten gebaut.
und dann vor gut 10 Jahren vom Plantus übernommen. Also auf der Brücke war nochmal ein Deckplan, wo man das Ganze auch nochmal ganz gut sehen kann. Also Plantus hat dieses Schiff übernommen und tatsächlich noch mehr draus gemacht, denn früher gar nicht dafür konzipiert gewesen, diese Expedition hier anzubieten. Das heißt, die Zodiacs oben, die wurden nachträglich installiert, der Zodiac-Kran, sodass man jetzt eben mit Plantus diese ganz besonderen Routen ansteuert. Das ist letztendlich auch das, was ja ein kleines Schiff, wie die MS Hamburg ja auch auszeichnet, dass man dorthin kommt, wo andere eben nicht hinkommen. Und das ist schon eine tolle Sache. Und nun haben wir schon unsere letzte Anlandestelle hier in der Antarktis erreicht. Port Lockroy, nochmal ein ganz besonderes Highlight zum Schluss. Eine ehemalige britische Walfangstation. Seit 1996 für Touristen zugänglich. Maximal 350 Touristen pro Tag. Also heute, wie mit der MS Hamburg vormittags und nachmittags, kann da noch ein kleineres Schiff kommen. Maximal 60 Personen gleichzeitig hier auf der Insel. Und die Besonderheit hier einmal die ehemalige Walfangstation, die auch zu militärischen, als Militärbasis mal genutzt wurde. Es ist ein kleines Museum. Ein Souvenirshop, einer der einzigen Souvenirshops hier in der Antarktis, mit der Möglichkeit, Postkarten abzugeben. Die werden dann aber nur zum Ende der Saison einmal verschickt. Also wenn man jetzt im Januar eine einwirft, dann wird die ungefähr im April abgeholt. Die Postlaufzeit ist ja etwas länger. Und besonders eben die Eselspinguinkolonie. Wir sind jetzt ja Mitte Januar und die Eselspinguine sind immer noch am Brüten. Es ist etwas außergewöhnlich, dass sie immer noch am Brüten sind. Also sie sitzen noch auf ihren Eiern und bald gibt es dann eben kleine Pinguine. Ganz besonders hier das Ganze so zu beobachten. Man kommt den Tieren hier relativ nahe. Trotzdem gilt es natürlich aufzupassen auf den Abstand. Es gibt ja auch Pinguin-Highways, wo die Pinguine wirklich hoch und runter laufen. Und auch da muss man natürlich aufpassen. Die Pinguine haben Vorfahrt, denn sie leben hier einfach in extremen Situationen bei Kälte und Eis. Und dementsprechend muss man aufpassen, dass sie nicht unnötige Wege laufen müssen, wenn sie wieder hin und her laufen. Also darauf gilt es immer zu achten. Und jetzt haben wir hier gut 45 Minuten Zeit, um uns Port Lockroy anzuschauen. Immer schön beiseite gehen, dass er vorbeilaufen kann. Ja, alles gut. Alles gut. Das war der letzte Landgang jetzt hier in der Antarktis, Port Lockroy. Starker Schneefall an Land, aber auch eben hier an Bord. Und so ist das Pooldeck der MS Hamburg inzwischen weiß. Sonst teilweise hier am Pool hinter mir in der Karibik oder in sonstigen warmen Fahrtgebieten, ja, liegen die Gäste auf den Sonnenliegen und nehmen ein Bad im Pool. Heute eben das krasse Gegenteil davon. Schneefall hier in der Antarktis, dem einzigen unbesiedelten Kontinent der Welt, eben mit Ausnahme dieser Forschungsstation, die es hier in der Antarktis gibt. Wir haben ja zu Beginn, ganz zu Beginn der Reise, im letzten Vlog habe ich euch das gezeigt, die Fry Station zum Beispiel besucht. Da wohnen natürlich immer ein paar Menschen, aber das ist wirklich nur zu Forschungszwecken. Es gibt eben den Antarktis-Vertrag, der regelt, dass die Antarktis ein geschütztes Naturreservat ist, das eben der Forschung dient und sonst zum Beispiel auch keine Bodenschätze entnommen werden dürfen.
oder Ähnliches. Also durchaus ein sehr spannendes und besonderes Gebiet, das wir hier eben mit der MS Hamburg erkunden. Und ja, das war wirklich nochmal ein schöner Abschluss, gerade auch mit dem Pinguin. Aber jetzt Finger eiskalt und jetzt muss ich erstmal beim Duschen. Eine Expedition in der Antarktis bedeutet natürlich auch Wildlife zu sehen, also wilde Tiere, die hier beheimatet sind. Und da gibt es hier unten auf Deck 3 immer eine Artenliste und da trägt das Expeditionsteam ein, was schon so gesichtet wurde. Man kann dann auch, wenn man eigene Fotos hat, eben an das Expeditionsteam herantreten und sagen, hier, ich habe diesen Wal gesehen, was könnte das für einer sein? Und dann wird auch das immer mit aufgenommen. Also alle Tiere, die wir irgendwo gesehen haben, die werden dann hier dokumentiert. Zum Beispiel der Buckelwal, den ich euch ja gestern auch schon gezeigt hatte, der ist natürlich auch hier gestern dann am 10. dokumentiert worden. Wir haben scheinbar auch schon Finnwale gesehen. Da hatte ich jetzt nicht das Glück, auch den nördlichen Zwergwal, Schwarzdelfine, Seeleoparden, antarktischen Seebär haben wir gesehen. Und auch hier gibt es noch verschiedene Vögel. Natürlich hier die drei Pinguinarten, die ich euch auch schon erzählt hatte. Und den Königsalbatros, übrigens auch ein ganz interessantes Tier. Das habe ich auch am 7. mitgesehen. Und ja, Riesensturmvogel, Traumsturmvogel und so weiter. Also tatsächlich interessant und dann kann man das Ganze hier auch nochmal nachlesen oder nachschauen, was man alles so gesichtet hat während der Expedition. Wir haben Port Lockroy nun wieder verlassen und sind unterwegs zu unserem Nachmittagsziel, der Lemaire Channel. Soll wohl wirklich ganz wunderbar sein hier in der Antarktis, eine der schönsten Kanäle und Passagen. Also freue ich mich da wirklich sehr auf unser heutiges Nachmittagsziel. Kaum sind wir los, kommt eben direkt auch das nächste Schiff. Man hat ja hier immer gebuchte Slots als Kreuzfahrtschiff und ein Schiff von Silversea ist jetzt gleich da. Insgesamt 350 Gäste dürfen aber maximal pro Tag auf Port Lockroy. Wir waren jetzt mit 230 Gästen ungefähr da. Das heißt, für Silversea bleibt jetzt nicht mehr ganz so viel übrig. So ist das hier eben teilweise in der Antarktis. Naturschutz hat eben sehr, sehr hohe Priorität. Ich hatte ja gesagt, es gibt einen Souvenirladen in Port Lockroy. Jetzt mag man vielleicht denken, das klingt ja alles sehr touristisch. Insgesamt sind aber vier Damen, die wirklich sehr viel forschen auf der Insel. Und von diesem Erlösen dieses Souvenirladens, wo dann eben die Expeditionskreuzfahrtschiffe ankommen, wird die Forschung dort unter anderem auch finanziert. Was wird dort geforscht? Unter anderem eben auch, wie sich der Tourismus auf die Pinguinkolonien auswirkt. Insgesamt 3 Pinguinkolonien gibt es in Port Lockroy. 2 davon kommen nicht mit Touristen in Kontakt und eine hingegen ist dann die Kolonie, die wir heute gesehen haben, wo ihr die Aufnahmen von gesehen habt. Und es hat sich gezeigt, dass es eben so ist, dass die Kolonien am Tourismus teilweise besser klarkommen als die, wo der Tourismus nicht rankommt. Denn die Touristen und die Menschen sorgen etwas Schutz vor Raubvögeln, die natürlich die Pinguin-Eier gerne klauen möchten. Ja, und durch die Touristen haben die etwas mehr Schutz, sodass es sich wohl nicht negativ auf die Pinguine auswirkt. Inwiefern sich das jetzt wiederum auf die Raubvögel auswirkt, darüber habe ich leider nichts erfahren, denn letztendlich ist das ja auch eine Nahrungskette hier in der Antarktis. Und ja, sicherlich alles ganz spannend und das war damit ein gelungener Vormittag hier. Und jetzt fahren wir ungefähr 3 bis 4 Stunden bis zum nächsten Ziel, bis zum Lemaire Channel. Was auf einer Expedition in das Eis natürlich nicht fehlen darf, ist ein Drink mit Gletschereis. Hier jetzt ein Mangosaft mit frischem Gletschereis. Man kann natürlich auch tolle Drinks bestellen, ein Longdrink zum Beispiel, aber es ist jetzt gerade 15.30 Uhr und dementsprechend wollte ich noch bei einer alkoholfreien Variante bleiben. Ja, sieht auf jeden Fall spannend aus. Es wurde heute mit den Zodiacs an Bord geholt und das ist eigentlich auch typisch für eine Expedition. Es wird auf ganz, ganz vielen Schiffen so gemacht. Und in dem Sinne würde ich sagen, Cheers auf den letzten Tag hier in der Antarktis.
Als letztes Highlight der Antarktis-Expedition heute noch die Passage des La Mer Channels. 11 Kilometer lang und um die 1 Kilometer breit an der schmalsten Stelle. Also total beeindruckend mit diesen riesigen Bergen rechts und links. Leider hat man es jetzt heute bei den Wetterverhältnissen nicht ganz so gut sehen können. Man muss es sich einfach bei Sonnenschein vorstellen und dann muss es unglaublich schön sein. Noch schöner, als es jetzt auch bei diesem Wetter schon war. Gerade auch die Gletscher und vor allem die gekalkten Gletscher im Meer drin, wo wir uns dann mit MS Hamburg unseren Weg durchgebahnt haben, ganz langsam und ganz vorsichtig. Ja, das war noch ein schöner Abschluss. Jetzt fahren wir gerade am Peterman Island vorbei. Peterman Island wäre eigentlich auch noch im Rahmen dieser Reise geplant gewesen. Nun ist es so, wir müssen etwas schneller wieder zurück, denn in der Drake Passage, dort soll etwas Wind sein und damit fällt der Stopp aus. Zudem war jetzt auch noch ein anderes Schiff da. Wer weiß, woran das alles so liegt. Also, wir fahren wieder zurück. Wir erreichen jetzt gleich noch den südlichsten Punkt dieser Reise. Den 65. Breitengrad südlich haben wir eben passiert. Das ist nun tatsächlich so auch mit das südlichste, was die meisten Expeditionen hier in der Antarktis erreichen. Und so das südlichste, was man so als Mensch überhaupt, als Normalbürger zumindest erreichen kann, wenn man hier so eine Expedition macht. Weil alles, was jetzt noch südlicher kommt, da wird es richtig kalt. Und das sind dann eben schon Umstände, die für uns Menschen sehr, sehr feindlich sind. Damals gab es ja einen großen Kontinent, vor vielen, vielen Jahren. Gondwana hieß dieser Kontinent und dazu gehörte eben auch die Antarktis. Die heutige Antarktis, damals grün und durchaus ein warmer Planet. Und dann haben sich die Kontinente auseinanderentwickelt. Australien 3200 Kilometer inzwischen entfernt, Südafrika 3800 Kilometer entfernt und Südamerika 1200 Kilometer entfernt. Und diese kürzeste Verbindung nach Südamerika, die nehmen wir jetzt mit der MS Hamburg einmal durch die berühmt-berüchtigte Drake Passage, dort wo der ein oder andere Sturm schon für Seefahrer ja für Sorgen und Probleme gesorgt hat. Also da fahren wir jetzt durch zum Kap Horn, das ist unser nächstes Ziel und dann geht es weiter in die chilenischen Fjorde mit dem Ziel Punta Arenas. Also es wartet noch viel auf uns, also schaltet gern beim nächsten Video wieder ein. Das war es jetzt hier aus der Antarktis. Wirklich ein ganz, ganz besonderes Fahrtgebiet. Ich muss sagen, es hat viel Freude bereitet, diese Destination zu erkunden, verantwortungsbewusst zu erkunden und eben sich an die Regeln dabei zu halten und dann ja mit einem tollen Erlebnis hier viel zu sehen und natürlich auch ja die ganzen Eindrücke mitzunehmen hier aus der Antarktis. Wenn ihr auch Interesse daran habt, dann schaut gerne mal unter meinschiffberater.com vorbei, denn dort könnt ihr eure nächste Reise buchen, unter anderem dann ja eben auch in die Antarktis und abonniert gerne den Kanal Kreuzfahrturlauber Fabian, um wieder dabei zu sein beim nächsten Video in ganz Südamerika, am Kap Horn und so weiter und natürlich auch auf vielen anderen Schiffen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen, schreibt es gerne in die Kommentare, macht einen Daumen hoch und dann bis zum nächsten Video, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.